Ilse, Bilse, keiner will sie, kam der Koch, nahm sie doch, weil sie so nach Zwiebeln roch. Sagt der süße Zuckerpuppe, kochte ihr ne Zwiebelsuppe, machte ohne große Worte eine riesen Erdbeertorte, kochte ihr noch einen Fisch, der war größer als ein Tisch, und am Schluss, es muss wohl sein, briet er ihr ein ganzes Schwein. Doch sprach Ilse unterdessen, ui, was war der Koch da grob, warf den Schuh nach ihrem Kopf und dann noch einen alten Knochen, der hat ziemlich schlecht gerochen und zum Schluss ein schlimmes Wort, da lief Ilse Bilse fort. Lief der Koch gleich hinterher, ach, was war das Herz ihm schwer. Er rief Ilse, tut mir leid, was ein bitter böser Streit. Komm, wir wollen uns vertragen und uns gute Sachen sagen, über unsere Macken lachen und verrückte Dinge machen. Danach aßen sie potzblitz, beide Hähnchen mit Pommes frites, küssten sich 3 Stunden lang, bis der Mond im Wald versank, küssten sich 3 Stunden lang, bis der Mond im Wald versank.